Ja, mein Name ist Christoph Ebert. Ich bin Vorstand bei der Arnold AG. Die Arnold AG ist ein mittelständisches Unternehmen in der Metallverarbeitung und mein Vorstandsressort ist die Produktion. Und ich habe mich 2015 mit dem Thema Digitalisierung angefangen zu beschäftigen und betreue seitdem bei uns im Vorstand das Thema Digitalisierung. Ich glaube, man sollte einfach offen sein für das Thema Digitalisierung oder für generell für neue Themen. Man sollte sich Zeit nehmen. Wir sind jetzt über 3 Jahre mit dem Thema aktiv. Und wenn ich erkenne, wo wir damals standen, wo wir heute stehen und wenn wir das mal weiterdenken, müssen wir einfach auch unseren Mitarbeitern Zeit geben. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Es ist wichtig, dass man sich fokussiert. Dass es unheimlich wichtig ist, dass man nicht einfach nur digitalisiert, weil es jetzt ein Trend ist, sondern dass es einfach auch dem Unternehmen einen Vorteil bieten sollte, weil nur so auch die Akzeptanz der Mitarbeiter dann noch da ist. Weil es zukunftsgerichtet ist, dass einfach sich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten durch die Digitalisierung ergeben. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Ja, wir haben 2016 sehr früh angefangen, ein Zukunftsbild ganzheitlich zu entwickeln, was es bedeutet, die Digitalisierung für uns in einem metallverarbeitenden Unternehmen, und haben das in der Betriebsversammlung vorgestellt, haben dann in den Teilprojekten einzelne Mitarbeiter mit in die Konzeptionierung mit einbezogen. Und haben darüber hinaus eigentlich regelmäßig die Mitarbeiter informiert über ein internes Mitarbeitermagazin VR, wo wir einfach immer wieder berichten, wo stehen wir gerade und was gibt es an der Stelle Neues. Ja, die Arnold AG hat gemeinsam mit einem Partner vor 2 Wochen die Homepage www.lasery.de gelauncht, und dort zeigt sich für uns in der Metallverarbeitung sehr gut die Digitalisierung, weil wir dort in der Lage sind, Stückzahl 1 Kunden individuell ein Metallprodukt zu produzieren. Und wenn wir sehen, das Thema findet schon sehr, sehr viel Anklang, weil wir einfach daran glauben, dass das individuelle Metallprodukt wirklich auch die Zukunft ist und wir uns als Unternehmen auch darauf ausrichten können. Ich glaube, wir als Mittelstand, man sagt ja immer, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir uns diesen Sachen annehmen, dass wir einfach überlegen, was gibt es Neues und was bedeutet das für unser Geschäftsfeld, damit wir da auch nicht durch eine Disruption irgendwo, dass unser Markt auf einmal weg ist. Und ich glaube, das ist oft genug schon vorgekommen, auch in der deutschen Wirtschaft, dass wir da einfach gucken müssen, wo wir da stehen und wo wir uns da selber positionieren. Und auch da wiederum, umso aktiver wir sind, umso weniger müssen wir dann am Ende reagieren.